Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu der Fortsetzung unseres furiosen Intros von letzter Woche. Wir haben natürlich keine Reiseshisha selber gebaut mit den haushaltsüblichen Mitteln. Wir haben die Odoman Mikro Mini Mikro Mikro. Die Odoman Mikro hier auf dem Tisch zu stehen. Ist auch die perfekte Reiseshisha und der eigentliche Grund dieses Videos ist, dass wir die einfach mal vorstellen wollen, weil uns die Pfeife einfach gefällt und weil wir glauben, dass die definitiv mehr Leute kennen sollten, um wirklich mal auf Reisen zu gehen. Ganz portabel das kleine Ding. Ja, erstmal im Vorfeld. Die Pfeife haben wir aus dem Meier Shisha Shop in Spandau für 49,99 geholt. Zeitweise war die sogar auf 39,99 runtergesetzt. Also wenn ihr euch dafür interessiert, geht doch da gerne mal vorbei und schaut, was die so da haben und holt euch vielleicht auch diese portable Shisha. Ja, dazu gibt's, wie ihr vielleicht auch schon gesehen, meine Füße, diese praktische Tasche, wo einfach alles reinpasst. Ja, die ist super klein, super kompakt. Hier noch euer Täschchen, wo ihr die Einzelteile mit reinmachen könnt. Das ist alles wirklich super gut verstaut. Praktisch und einfach. Genau, und auch von der Qualität kann sie uns voll überzeugen. Also ihr habt alle Elemente erstmal aus Edelstahl, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Mhm. Das einzige Negative, was uns da aufgefallen ist, ist, dass die Gewinde doch relativ scharfkantig sind. Das heißt, wenn ihr die Pfeife putzt, dann halt ein bisschen Vorsicht, aber es ist jetzt nichts, wo ihr euch irgendwie umbringen könnt, wenn er doch mal ein bisschen grob seid bei der Reinigung. Also, mein Gott. Wie oft kommt man an die Gewinde mit den Fingern oder so? Aber man muss es ja mal gesagt haben. Ja, am besten ist sowieso, wenn ihr euch für die Reinigung eurer Pfeifen einfach wirklich so einen Reiniger holt, so eine Flaschenbürste oder sowas. Ja. Damit geht es halt einfach am einfachsten. Und den Rest kriegt ihr mit warmem Seifenwasser alles rausgewaschen. Edelstahl nimmt auch gar keinen Geschmack an. Ist auch das Geile an der kleinen Pfeife. Ihr raucht da jetzt nicht einmal Doppelapfel oder so. Und die schmeckt ewig nach Doppelapfel. Einmal kurz durchgespült, zack, könnt ihr was Neues drauf machen, ohne dass ihr den alten Geschmack irgendwie schafft. Genau. Was natürlich auch dem Glas zu verdanken ist. Also wir haben hier keinen Kunststoff, wir haben hier wirklich auch eine Glasbowl, sodass da wirklich kein Geschmack irgendwie sitzen bleibt, sich festbeißt. Und ja, ihr seht, was nicht hart ist, ein Kohleteller. Das ist natürlich, wenn man die zu Hause benutzt, vielleicht gefährlich. Aber, wenn man ehrlich, die Shisha muss man ja nicht für zu Hause, sondern wenn man unterwegs ist, draußen am See, am Kanal, auf einer Wiese, wo auch immer ihr euch rumtreibt, im Wald, was weiß ich, was ihr für Leute seid. Auf jeden Fall gedacht, genau. Und da ist es dann auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Ne? Selbst wenn sie morgen kippt, dann gibt sie ja rum. dann fällt die Kohle auf den Boden, ihr pustet einmal ab und legt alles wieder drauf, kein Problem. Dazu muss man aber sagen, die sieht vielleicht sehr labil aus, so wie sie da ist, eine kleine Mini-Pfeife. Aber ihr könnt doch einiges abverlangen. Also ihr solltet jetzt vielleicht nicht unbedingt am Schlauch ziehen, dann kippt auch die größte Pfeife um. Aber man kann ihn entspannt hier zwischen uns drei rumgeben, ohne dass man Angst hat, dass die Pfeife irgendwie runterfällt oder umfällt. Trotzdem, hier bei dem Gewinde eine Besonderheit ist, es gibt nämlich gar kein Gewinde. Es ist einfach nur draufgelegt, wenn ihr das hier seht. Es ist wirklich, die Base ist auf das Glas einfach aufgelegt. Ihr habt eine kleine Dichtung hier unten drin, dass das alles dicht ist. Und durch das Eigengewicht vom Kopf und von diesen Edelstahlteilen ist die auch komplett dicht und kippelt nicht, da wackelt gar nichts. Puste mal. Ihr seht, es kommt alles da raus, wo es rauskommen soll. Aus dem Ausblasventil habt ihr ganz normal mit einer kleinen Kugel drin, wie ihr es kennt von großen Pfeifen. Also, die schieben den großen Pfeifen nichts nach, bis auf den fehlenden Kohleteller. Ja. Also auch vom Durchzug, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Der Durchzug ist bombastisch, wie bei jeder anderen großen Shisha auch, wenn nicht sogar zum Teil noch besser. Also wenn ich an unsere Glas-Shisha denke, die hat definitiv einen schlechteren Durchzug als die Odoman. Und ihr seht, wir rauchen hier ganz normal auf dem KS Apo mit Kamin. Wild Beast ist gerade drauf. Mhm. Raucht sich wie mit einer großen. Ohne Scheiß. Der Geschmack ist 1:1 da. Ihr habt nicht so ein großes Rauchvolumen.
Was aber auch geil ist, da ihr bei jedem Zug wirklich frischen Rauch von oben durchzieht, ihr braucht gar nicht auspusten, obwohl ihr es könntet. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, ihr bekommt die Füße dazu. Wir haben den jetzt nicht drauf, einfach damit man auch mal das Blubberverhalten hört. Also die blubbert wirklich auch wie eine große Pfeife. Aber dann ist halt bedingt dadurch, dass das Wasser doch relativ hoch steht, müsst ihr aufpassen, wenn ihr festzieht, dann habt ihr relativ schnell Wasser im Schlauch. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, aber andererseits schraubt einfach den Diffusor rauf, dann habt ihr das Problem überhaupt nicht. Genau. Und ja. Gut. So, das war's eigentlich auch schon wieder. Kommen wir mal zum Fazit. Also, wer schon rausgehört hat, die Pfeife ist einfach wirklich ideal, falls ihr die mal mitnehmen wollt. Ist klein, kompakt und steht einer Großpfeife einfach nichts nach. Wir sind auf jeden Fall voll überzeugt davon. Deswegen haben wir uns sie auch natürlich geholt. Und es ja, bleibt dabei. Es war eine gute Anschaffung und die wird auch in Zukunft noch großen Nutzen finden. Ja, und ich denke mal auch, also ich fand am Anfang den Anschaffungspreis von 50 Euro erstmal relativ heftig für so eine kleine Pfeife. Gut, da müsst ihr selber mit eurem Geldbeutel diskutieren, ob ihr das dann haben wollt. Ich denke, in Zukunft wird die ein bisschen billiger werden. Nichtsdestotrotz kriegt ihr eine wirklich wertige Shisha, die super verarbeitet ist und komplett so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Ihr habt die perfekte Reiseshisha damit. Im Moment, glaube ich, das kompakteste Modell auf dem Markt, was so einfach super funktioniert. Ja. Ihr kennt vielleicht diese Plastikvarianten, die ihr irgendwie für einen Zehner von Masaya oder irgendwelchen anderen Herstellern bekommt. Haben wir auch schon mal getestet, die könnt ihr eben komplett vergessen. Und hier habt ihr wenigstens für einen akzeptablen Preis, würde ich mal sagen, eine solide Shisha, die ihr mitnehmen könnt. Von daher, ja, absolute Kaufempfehlung. Definitiv. Von uns. Unsererseits. So ist es. Vielleicht auch eurerseits. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr die auch. Genau, vielleicht hat einer von euch schon die Pfeife. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch dieses Video wieder gefallen. Wenn das so ist, lasst uns doch gerne ein Like da, kostenlos. Und auch gerne ein Abo hier unter uns einmal drücken, wenn ihr kein Video von uns verpassen wollt in Zukunft. Und dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag, macht euch eine Pfeife an, guten Rauch, guten Geschmack. Bis zum nächsten Mal, euer Shisha-Team. Ciao.